Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omikron. Ich war dich, Steve, und? Oh Mann, ey, Let's Play Retro. Ich hatte gerade kurzzeitig Angst gehabt, weil auf einmal hier unten Rübel standen. Ich dachte jetzt so, oh Gott, habe ich jetzt resettet und habe die Typen mir nicht besiegt? Oh Mann, ey, ich dachte jetzt schon, okay, warte, ich starte den Park gleich nochmal von neu. Ach, so, ja, Leute, wir sind schon ein bisschen dämlich, ne? Also, zwei Sachen. Erstens, wir hätten natürlich die ganze Zeit auch mal Lucario mal TMs beibringen können. Ja, ist ja. Irgendwie völlig an uns vorbeigegangen. Keine Ahnung warum. Wir wecken die ganze Zeit rum, dass er nichts kann. Ja, du hast dich auch zwischen den Parts noch gefragt, warum wir bisher noch keine sinnvollen TMs gefunden haben. Ja, und das war dann der Moment, wo wir uns dachten, wir können ja mal Impulse, nachschauen. Heal-Pulse. Genau. Ja, natürlich. Heal-Pulse raus. Rock Slide rein. Und Brick Break. Das ist Durchbruch. Und dafür. Nehmen wir auch Force Palm raus. Break Break ist einfach durch und durch besser. Wir haben 15 AP drauf. Und ja. Wir kommen durch Lichtschild und Dings durch. Quick Attack kann immer noch eventuell mal was, weißt du, so nach dem Motto. Ja, und Schwert hat's ja auch. So. Allerdings, und das ist die zweite Sache, wir haben den Kampf mal ausprobiert. Einfach, ob wir überhaupt eine Chance haben, es zu schaffen. Kannst direkt deine Pokémon wechseln, ja. Genau. Und ja, wir haben es offscreen geschafft und wenn wir es jetzt nicht nochmal schaffen, dann kommen wir uns echt doof vor. Richtig. Wir haben es geschafft mit ein bisschen Taktik und ich muss sagen, es ist eigentlich ein ziemlich cooler, fordernder, aber fairer Boss. Er ist auf jeden Fall zu besiegen, selbst wenn die Pokémon alle 6, 7 Level drunter sind. Genau, genau. Ich denke, den Text haben wir ja schon mal gehört. Genau. Die müssen wir uns nicht nochmal anhören. Ja, ein bisschen Taktik ist ja wirklich wichtig. Es war auch ein bisschen doof, dass wir ausgerechnet Lucario vorne hatten. Ja. Wir werden hier, das sage ich gleich, nur mit 4 Pokémon spielen. So 4 plus 2 Opfer. Die Opfer werden sich auch opfern, damit andere Pokémon leben können. Genau. So, wir fangen an mit der Aero. Genau, Aero-S. Fein S, ja. Aero-S. Ja, sind das recht wirklich. Wenn das reicht vollkommen aus, wie ihr seht. Es ist auch witzig, wenn du deutsche und englische Karten von dem Pokémon-Sammelkartenspiel mischst und dann denkst du dir auch ein Ass-Trainer. Ja. So, gegen ihn? Nehmen wir Bisamon. Bisamon. Genau. So. Den wollen wir zuerst bepflanzen, ne? Genau. Funktioniert auch sehr schön. Der benutzt Donner. Der daneben geht. Dann können wir ihn ja noch einschläfern. Genau. Sleep Powder. Und auch das funktioniert hervorragend. Ja. Wir haben herausgefunden, dass der unter anderem noch Eisstrahl kann. Ja, das hat er zwischendurch mal gegen uns eingesetzt, als wir offscreen den Kampf gemacht haben. Das hat ihm aber zum Glück keinen Vorteil gebracht. Ja. Er kann Crunch, also Biss, Eisstrahl, Donner und noch irgendwas anderes. Ja. Und da war es auch schon wieder mit ihm. Hervorragend, der Bisamon nicht mehr Trefferpunkte verloren. Das ist richtig gut, ja. Und hier kommt Metagross. So, Metagross ist blöd. Das macht erstmal Cedar King. Ja, wir haben halt ansonsten nichts Sinnvolleres gegen ihn. Ja. Und da machen wir Surfer. Ja, ist so ein Opfer. Genau. Das ist doof. Gott, das ist blöd. Da müssen wir nicht direkt wahrscheinlich. Na, nee. Lucario wechseln müssen, ja. Ja. Nach Lucario oder Beam ist es egal. Wahrscheinlich wäre Beam noch ein bisschen besser gewesen, aber. Nee, ja, das hätte Bim nicht überlebt. Ja. Und dann was heißt beleben? Ich meine, machen wir mal einen Hypertrank. Auf Cedra King. Cedra King. So, das war Lucarios Aufgabe hier in dem Kampf. Er darf uns weiter hassen. Und Cedra King kommt zurück. Ja, Cedra King ist back, ne?
nicht diese Bag, sondern Surfer. Genau. So. Oh, wow, grandios. So, kann daneben gehen? Das ist ja krass. Ich glaube, es hat 95%. Wow, das ist jetzt wirklich gut. Okay. Das ist super. Und wir bekommen sogar noch ein Level Up für unsere Mühe. Gengar. Das kommt Gengar, dagegen wechseln wir wieder Staraptor rein. Genau, gegen Gengar kommt Staraptor. So. Ja, das bringt uns leider gar nichts. Wer weiß. Und Breakbird. Breakbird, genau. Ja, der verwandelt sich in Mega Gengar. Und der benutzt Fokusstoß. Warum ist er jetzt schneller als wir? So, jetzt funktioniert das natürlich schon wieder nicht, was wir uns vorgenommen haben, ja, weil. Das ist blöd. Dann kommt Bim rein und. Ja, nee, es ist eigentlich egal. Jetzt ist er halt schneller als wir. Ja, da muss die Dreckling jetzt richten. Jetzt ist ein Problem. Auch wenn er uns normalerweise mit einer Feenattacke angreifen kann, aber ja. Surfer. Surfer. Okay. Wow. Shit. Das ist viel zu wenig. Ja, das ist Feenstaub oder wie das heißt. Ist auf jeden Fall, ja. Feenangriff. Da kommt mal Bim. Wir müssen Lucario wieder beleben. Quatsch. Ja, okay, wir müssen Lucario wieder beleben. Ich meine Staraptor. Ach man, ey. Der war gerade ganz unten, deswegen habe ich da einfach hingegen. Schau gerade mal, haben wir vielleicht einen Top-Beleber? Nee, ich glaub's nicht. Oh Mann. Ja, Homer. Das Spiel ist ziemlich sparsam, was solche Items angeht. Oder nicht doch eher Seedracking? Ja, weiß ich nicht. Von mir aus auch der. Und dann noch Brian. Das würde auch gehen. Ich denke, das sieht da King ja. Wir müssen nur Gengar töten. Nur. Das war in unserem Testkampf viel einfacher. Er benutzt den Megastein und danach sind wir einfach schneller als er und töten ihn. Nee, er hat einfach nur nichts gemacht. Oder das war mir jetzt, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Auf jeden Fall hat er einen Move gemacht, der uns keinen Schaden zugefügt hat. Oh, na, okay. Ich habe ihm Schaden zugefügt. Das war einfach der Ablauf. Okay. Wir müssen jetzt Bisamon bringen. Ja. Und er muss dann sterben. Ja. Das läuft gerade überhaupt nicht nach Plan. Nee. Er drückt auch so viel Schaden, ey. Ja, tut er dann jeden, ne? Warum hast du das nicht noch irgendwie in Revive benutzt? Ja, weil ich dumm bin. Ah, Mann, das Regen hat schon wieder unendlich auf, ey. Dummes Gengar. Ja, er ist nicht dumm. Er crittet auch noch. Natürlich. Ja. Sie sehen uns dann wahrscheinlich nach einem kleinen Cut bei Gengar wieder, ne? Wow, es ärgert mich gerade richtig. Bis gleich. Ich will nicht Lucario vorne haben, sondern Staraptor. Ja, Lucario ist echt eine ganz schlechte Idee. So. Gott, ey, warum haben wir dieses komische Vieh mit ins Team genommen, ey? Ja, keine Ahnung. Ich war da eigentlich, da dachte ich, dass es ganz gut ist, aber naja, was soll's. Naja, diesmal wird's schon irgendwie. So. Ninjas. Ja, dann machen wir einfach wieder Aero Ass. Einfach, ja. Ich finde das auch witzig, dass er nie Protect gegen uns einsetzt, sondern immer X-Schere oder Kreuzschere. Ja. Unnecessary Quit. So, jetzt kommt der Typ rein. Gegen den haben wir ja. Rick Tross. Mit Bisamon eine perfekte Waffe dagegen. So, ein Leech Seed. Ja.
Und danach dann. Er cruncht erstmal. Und er cruncht unsere Verteidigung weg, das ist doof. Leechseed? Ach Quatsch, Leechseed sag ich schon. Ja, Sie du hast nur das Richtige gemacht, also von daher ist es egal. Ein Rasierblatt. Und er wacht sofort wieder auf. Oh, der Scheiß, jetzt macht er sogar Eisstrahl. Schlimm ist, wir haben nicht genug Tränke, um jetzt einfach quasi durchzuheilen, weißt du? Es war einfach sagt, Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank und er stirbt schon irgendwann. Oh, du kannst ihm ja jetzt einen Heiltrank geben, ne? Wobei, es lohnt sich wahrscheinlich nicht. Oder? Du wolltest ihn ja, hast ihn ja gegen Gengar in Erwägung gezogen. Ja, ich will mit einem Supertrank heilen. Ja. Bin ich einmal komplett rum? Genau. So. Soll ich nach der Raptor heilen? Ich denke auch. So ein Arschloch. Und er crittet sogar noch. Wow. Dann probieren wir es auch mit Staraptor. So. Er stirbt ja sowieso an Leafseed, ne? Ja. Los, Lucario, und den kannst du abziehen. So, Bisamon wiederbeleben. Opfer-Style. Bisamon. So, ist er weg. Oh Mann, jetzt kommt das Metagross. Ja, jetzt kommt Metagross. Die drei Finger haben wir gesagt. Ja. Metagross. Nein, das will ich nicht. Und dann machen wir Surfer. Dior Smash. Das ist nicht gut. Bullet Punch. Das bringt einen Brian hier um. Mach einfach Brian. So. Okay. Ja, dann sind wir jetzt wieder bei Gengar. Dann sind wir wieder zurück. Ja, sind wir jetzt wieder zurück. Ja, mal schauen, ob wir Gengar besiegen können. Lief jetzt nicht ganz so gut wie beim Kampf davor, aber... Genau. Hauptsache Staraptor ist daneben. Ja. Vielleicht habt ihr es gerade sogar gesehen, den Kampf bis dahin, oder nicht. Das entscheide ich noch später. Also entscheide ich dann beim Bearbeiten erst. Wahrscheinlich schneidest du es einfach zusammen. Ja, mal schauen. Ja, dann Brave Bird, ne? So. Gengar. Jetzt machst du bitte einfach keinen Move, der uns umbringt, Gengar. Bitte. Ja, siehst du, genau das habe ich gesagt. Wir sind schneller als er. In dem Moment. Siehst du, und jetzt benutzt du seinen Angriff. Oder als Sludge Bomb wie Priorität minus 1. Nicht, dass ich wüsste. Ja, siehst du? So, Leben ist beim letzten... Dann kommt Bim rein. Genau, jetzt und dann heilen wir Seedracking. Ja. Top. So muss das sein. Ich denke auch. Genau. Seedracking, hier. So, jetzt stirbt Bim. Genau. Jetzt haben wir eine wichtige Aufgabe erledigt. Weißt du, das ist noch richtig geil, wenn jetzt auf die Top-Genesung kommt. Bitte, nein, der Gegner ja keine. Das hätte er schon längst mal gemacht und so. Das wäre auch ein bisschen zu krass. Brian. Ja, Brian. Oh Mann, ey. Jetzt kein Volltreffer, kein Volltreffer, bitte. Das reicht auch so? Es reicht auch so? Wirklich? Dann Galvantula.
Versuchen wir es, ihn umzubringen mit Signal Beam? Das ist egal, ja, das Stärkere von beiden. Ich weiß es gerade nicht. Ist ohnehin egal. Problem ist, ja, wie soll man ihn umbringen? Das ist gut, das ist gut, das ist super. Ja, mach das, Gengar, mach das. Na, das Beste, was man machen kann, ist Sludge Bomb, ne? Oder Shadow Ball. Zumindest wir müssen ja Sleep Powder machen. Ich dachte Petal Dance, aber ja, wir müssen nee, wirklich... Ja, ich weiß, das ist mal kaputt, du musst Sleep Powder machen, ja. Jetzt, bitte, wir müssen es überleben, muss die Powder muss treffen. Bitte. Danke. Ein Hypertrank. Danke, dass man getroffen hat. Oh Gott. Schnell einen Hypertrank und dann versuchen, Gengar zu töten oder andersrum? Nee, wir müssen das machen. Nee, Pokémon danach. Okay. Rankenhieb. Also. Rasierblatt. Ja. Nein! Ich muss es nochmal machen. Der bleib schlafen. Okay. Ist nochmal. Bitte kein Volltreffer. Kein Volltreffer. Oh Mann, nein. Na, schade. Und damit hat er uns getötet. Das war's. Hätte ich das gewusst, hätte man die Cheese machen sollen. Naja, egal. Oh, und damit sind wir jetzt gestorben. Och, komm schon, euch das jetzt rasiert. Wir machen einfach weiter und hoffen, dass er... Wir haben nicht genug. Muss aber trotzdem Tränke spammen. Oh, ja. Soll mich das Spiel ärgern? So. Stimmt, ich überlebe das so halt nicht, ne? Slushbomb hat mehr AP, als wir Tränke haben. Ach so? Ja, das ist doof. Das macht aber echt ganz schön zufällig Schaden. Er macht Shadow Ball, ne? Das ist nicht effektiv auf Lucario. Ich hab noch einen Plan. Was vielleicht, jetzt haben wir leider Tränke verschwendet, aber ich habe noch eine Idee. Revive auf der Raptor. Und ich weiß, also das Fokus Blast könnte ich auch mal einfach daneben gehen, weißt du? Nö. So, der Raptor. Kann der rumzugehen? Ja, oder? Würde er nicht treffen. Aeroas. Weil ja ein Ruckzuckieb für Vögel oder sowas. Schade. Warum? Naja, aber klar, das ist halt der Vorführeffekt, ne? Och, warum hat er uns jetzt besiegt? Bis gleich. Ja, Leute. Wir haben den letzten Kampf ja wieder nicht geschafft. Und wie ihr seht, wir haben gerade den nächsten Tag, denn wir haben es wieder hell. Wir sind in einer Höhle. Wir sind gerade draußen. Stimmt, du hast recht. Ist ja gerade hell. Ja, ich habe trainiert. Ich habe die Pokémon trainiert bis 55. Bisamon war 55 irgendwie übersprungen, war einfach 56 nach 54. Ja, keine Ahnung, was für ein Bug das ist. Und wir haben hier soll ich jetzt Close Combat statt Durchbruch? Oh, nice. Hat er den gelernt, oder was? Ja, auf 55 genau. Ja, er hat jetzt Discharge. Nett. Ich weiß jetzt auch, was Electro Ball für einen Schaden macht. Das hätte man sich auch mal durchlesen können. Der hat nämlich Fragezeichen. Er hat nämlich Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und das sagt nämlich aus, umso schneller der Gegner ist, umso mehr Schaden macht der Electro Ball auf ihn. Ach so. Ich habe auch noch Discharge gelernt. Also einfach starken Move. Er wollte noch Blizzard lernen auf 55, habe ich jetzt aber nicht reingemacht. Cool.
Ja, ich rate euch nicht trainiert. Ja. Ist auch nicht notwendig. Das waren die Switches. Ich finde es auf jeden Fall krass, dass du das Team nochmal trainiert hast. Weißt du, eigentlich dachte ich mir damals so, weißt du, eigentlich hätten wir den Spiel schon speichern sollen und dann machen wir den Kampf einfach mal probeweise und wenn wir den gewinnen, können wir dann speichern. Aber ja, jetzt hast du dein Team trainiert. Weil ich finde das witzig, dass wir den Kampf damals geschafft haben und jetzt trainierst du extra dein Team. Ich habe aber, das muss ich kurz dazu sagen, den Spielstand gesichert. Nochmal. Um vielleicht irgendwann später mal den Kampf nochmal zu machen mit dem alten Team. Denn das war machbar gewesen. Also ich sag mal so, mit Level 50 Pokémon ist der Kampf machbar. Aber er ist schon ziemlich anstrengend. Wir haben es damals eigentlich, wir haben den Kampf in 10 Minuten gemacht damals. Also gestern, das ist ja das Problem, ja. Ja, das genau. War gar nicht so anstrengend. Ja. Direkt, er crittet direkt erstmal. Im Pokémon ist echt eine Menge Randomness drin. Derselbe Kampf läuft nie zweimal gleich ab. Ja. Da hast du absolut recht. So. Das war der Aal, ne? Genau. Ihr seht aber schon, ich habe jetzt bewusst nicht overlevelt, weil darauf habe ich keinen Bock. So. Ändert ja trotzdem nichts an der Strategie. Genau. Ich denke, es ist immer noch knackig mit dem Level, aber jetzt wird eben besser machbar. So, dann Sleep Powder. Okay, dann hängt das mal daneben, logischerweise, ne? Die letzten beiden oder dreimal alle hat es immer geklappt. Ja. Ich habe auch noch die Idee, dass man vielleicht auf Visamon oder auf Caesar King die Leftovers drauf machen könnte, falls das hier wieder nicht klappt. Wir schaffen es dieses Mal. Ich denke mal, unsere Pokémon sind definitiv bikey genug, vor allem Visamon, um einen Angriff von Mega Gengar zu überleben. So. Dann Hypertrank. Bräuchte man zwar nicht, also es hätte einen Supertrank auch gereicht, aber ich will ja. Nein, er hätte 8 Trefferpunkte weniger. Genau. Und ich möchte hier wirklich. Das kann wirklich wichtig werden, ne? Genau. Wow. Dafür war das jetzt ein großer Unterschied. Sehr schön. Kommt das mal Metagross, ne? So, gegen Metagross hast du mal. Ne, wechsel mal auf Cedra King. Genau. Dann Surfer, ne? Genau, wechsel mal auf Cedra King. Mit Surfer. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das Spiel ausspielt, auf welchem Level ihr den Kampf hier gemacht habt. Das reicht aber immer noch nicht für die Hälfte, ne? Nee. Sehr schön. Ich finde es aber übrigens sehr fair, dass er keine Tränke nutzt. Naja, genau. Also das ist mir auch schon aufgefallen, damals, als wir den Kampf das erste Mal gemacht haben. Er benutzt keine Tränke und das ist auch sehr fair, weil ansonsten wäre der Kampf echt hart. Ja, ja, vor allem das Metagross hier aber auch, auch das. Ja, das bei Gengar wird man es nicht so merken, aber bei Metagross wird man es stark merken, wenn er Tränke hätte. Ja. Naja, ich denke auch bei Gengar. Aber na gut. So, Brave Bird. Hoffen wir mal wieder, dass Gengar nicht schneller ist, / nicht, uns nicht trifft. Oh oh. So wie random. Warum ist er manchmal schneller als wir und manchmal langsamer? Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe das auch nicht. Das ist gerade wieder richtig schlecht. Ja, dann nimm Visamon. Visamon und Schlafbruder. Genau. Wow, er trifft mit der 70% Attacke und quittet. Wow. Das ist, was wir nochmal probieren müssen, denke ich. Das ist so lächerlich. Und jetzt bepflanzen. Okay, sehr schön. Und jetzt haben wir ihn auf jeden Fall. Jetzt haben wir ihn faktisch. Ich heile direkt, aber. Ja, genau. Mit Supertrank.
Kriege, da hatten wir lieber auf Staraptor, aber na gut. Trifft nicht. Sehr schön. Und dann wir Sleep Powder. Tja, jetzt trifft er mit seiner 70% Frage irgendwie gar nicht mehr, ne? Ja. Dann beleben wir mal Staraptor wieder. Oh. Aber, ja, dieses Mega-Gengar, ich meine, ich kam mal so schlecht auf die Idee, Mensch, man könnte ja Klebewelle jetzt mit Galvantula auslegen, ne? Aber auch das geht nicht, weil Gengar hat ja Schwebe, wenn er reinkommt. Und durch Schwebe schwebt er an diesem Netz einfach vorbei. Genau. Ich kann mittlerweile nachvollziehen, warum man das Vieh sogar im Überbannen möchte. Wenn er so ein Mega-Gengar ist, das ist doch so Mewtwo ein Witz gegen. So. Mach mal. Sleep Powder. Mach Sleep Powder. Mach das einfach. Naja, schade. Dann nehmen wir. Seatracking? Und irgendwie einen Trank auf Seatracking oder so? Ja, genau das. Ich denke, wir strauen den jetzt einfach raus. Ich denke auch. Super Trank. So, jetzt hoffen wir einfach, dass wir nicht weggequittet werden. Verdammt. Ach, stimmt. Oh, zum Glück. Die ist jetzt überleben, hast du mich. Ja, dann gibt direkt noch einen Trank, ne? Ja. Noch zwei Tränke. Das war irgendwie dumm, aber naja. Aber hier sieht man mal, das ist immer noch Level 55. Alles andere als hier safe ist, ne? Ja, das ist Level 58, ne? Das Schlimme ist halt auch, selbst was wie Erdbeben würde uns nicht. Doch, Erdbeben würde uns jetzt helfen gegen Gengar. Ja, weil er keinen Schwebe mehr hat. So, und jetzt stirb einfach Gengar. Erst nachdem er dich noch mit dem Fokusstoß wegcrittet. Bist du ein Karma, weißt du? Karma nennt man so etwas, wow. Sind wir sie ja korrekt predicted. Ich nehme mal eine. Wir hatten ja doch kein Item. Das ist eine gute Frage. Nimm Lucario. So, Gengar besiegt. Yay. Too easy. Wow, das heißt, wir sehen endlich mal offiziell das nächste Pokémon. Und jetzt kommt Shaymin. Oh. Dann wechseln wir natürlich Dingsbums wieder rein. Staraptor. Ja. Und ich denke mal, Iroas wird schon reichen, oder willst du wieder Brave Bird machen? Brave Bird. Sicher ist sicher, ne? Ja. Er ist auch Level 59. Und er ist in seiner Flugform, ne? Interessanterweise, als wir den Testkampf gemacht haben, war das nicht, oder? Ja. Scheint auch random zu sein, in welcher Form er ist. So. Ja, das reicht natürlich. Ja, der Recoil ist schon heftig, ne? 4800 Erfahrungspunkte. Scheinbar wohl auch eine Menge Trefferpunkte, ne? Ja. Und so. Frostetia. Frostetia ist letztes Pokémon. Dann nehmen wir Galvantula. Genau. Also Leute, es geht auch mit Level 51 Poker, aber... Ja. Signalbeam. Was? Wo machen wir ein Signalbeam? Sind wir dumm? Wieso? Ist nicht effektiv auf Prostetia. Wieso nicht? Weil Eis und auf Dings. Nee, wegen Geist, oder? Ich dachte eigentlich mal, Käfer wäre auch geistig effektiv. Nee, ich glaube nicht. Da habe ich mir was falsch eingeprägt. Nee. Ich hätte es jetzt aber auch schwören können, dass es so ist. Was ist wirklich Quatsch? Dann belieben wir Seedracking wieder. Ja, aber Seedracking wieder. Na, Abgangsbund, sehr schön. Wir haben den Kampf gewonnen. Top. Egal, wenn du da stirbst, ist er auch tot, ne? Nein, ab... Nein, oder? Nein, das... Oder was?
Oder Abgangsbund hat er gemacht. Stimmt, er hat Abgangsbund nicht Abgesang gemacht. Stimmt. Dann ist er noch nicht sofort tot. So, was soll man Sidra King? Abgangsbund funktioniert so, dass wenn er den Abgangsbund macht und ihn dann umbringt, stirbt er auch. Ach so. So, Drachenpuls. Ich dachte, es war. Na, wegen Eis? Was? Wasser auf Eis? Normal effektiv, ja. Ja, absolut. Wow. Eigentlich müsste es sogar sehr effektiv sein, weil Wasser ist ja wahrscheinlich wärmer als Eis und müsste Eis auch einfach wegschmelzen. Wie funktioniert denn das? Naja, die Sache ist die, dass in vielen Spielen eher Wasser und Eis ein Element ist, muss man eher dazu sagen. Ja, das kommt doch dazu, aber nicht im Pokémon. Sind die paar Level drauf haben schon ausgereicht. Ja, krass, wir haben es geschafft. Ja, den Admin besiegt man. Den Admin besiegt. How could it be? Shaman and I defeated. Impossible. I lost. My victory was supposed to generate the energy to awaken Victini, and what was that? I don't like the looks of this. Could it be? It's Victini. Can this mean? Victini was awakened when you earned your victory over me. Since you proved yourself a victor, you are the only one that can catch Victini. Even I will not mess with the rules of the bird. Er ist der Bösewicht, warum wirft er nicht einfach einen Meisterball? Girl, go do what I was unable to do. Catch Victini. Das machen wir bei dem nächsten Part. Ich war ja DSD Steve. Und? Ah, let's play Retro. Wenn uns immer einen netten Kommentar und Daumen nach oben freuen. Tschö.